Während sich zwei Seiten des Weißenfelser Schlosses Neu-Augustusburg zumindest äußerlich dem Betrachter in einem intakten Zustand präsentieren, sind im Südflügel die baulichen Mängel und der jahrelange Leerstand noch immer anzusehen. Seit mehreren Jahren erfolgt nach dem Entfernen der alten Einbauten aus DDR-Zeiten die statische Sicherung. Wände und Decken werden teilweise neu aufgebaut und die Außenwände mit Stahlankern gesichert. Hierfür hat die Stadt Weißenfels im Rahmen des Bundesprogrammes Nationale Projekte des Städtebaus Fördermittel in Höhe von 1,4 Millionen Euro erhalten. Was jedoch in Zukunft mit den Räumen geschehen soll, ist Thema der Ideenwerkstatt gewesen, die inzwischen zum zweiten Mal in der Saalestadt stattfand. 30 Bürgerinnen und Bürger, unter ihnen zahlreiche Stadträte, diskutierten über mögliche Nutzungsszenarien. Unternehmerin Angela Brümmer, selbst Schlossherrin, hat mit ihrer Firma Meine Burg bereits zahlreiche Erfahrungen bei der Erstellung und Umsetzung von Nutzungskonzepten für Schlösser und Burgen gesammelt. Darüber gab sie an diesem Abend den Anwesenden einen kleinen Überblick. Also wir betreuen ja einige Schlösser und Burgen hier in Sachsen-Anhalt und es gibt viele engagierte Akteure, die trifft man von Schloss zu Schloss immer mal wieder und so ist auch der Kontakt nach Weißenfels entstanden, also über einfach das Netzwerk, was die Schlösser in Sachsen-Anhalt bieten. Ihrer Erfahrung nach könnten Schlösser grundsätzlich für Wohnungen, für Büros und Bildungseinrichtungen, für touristische und kulturelle Zwecke, Gastronomie sowie für einen klinischen Betrieb genutzt werden, wobei in großen Schlossanlagen auch eine Kombination der verschiedenen Ideen möglich ist. Sie sieht auch für das Weißenfelser Schloss eine Zukunft. Also ich finde es ganz wichtig, dass immer wieder Ideen diskutiert werden, dass immer wieder nach Lösungen gesucht wird. Auch nicht nur im Großen und Ganzen, sondern auch kleine Bausteine, die dazu beitragen, einfach das Schloss attraktiver zu machen, Leute anzuziehen und überhaupt auf Dauer eine Nutzung zu finden. Wie auch immer die aussehen mag, das denke ich, wird Weißenfels für sich finden. Da bin ich ganz optimistisch. Es sind viele engagierte Bürger heute Abend hier gewesen. Und ich glaube, dass es eben wichtig ist, einen Baustein an den nächsten zu fügen und dann langfristig auf ein Nutzungskonzept hinzuarbeiten. Mehrfach wurde von den Anwesenden der Wunsch geäußert, dass eine Landes- oder Bundesbehörde oder eine Bildungseinrichtung die Räume im Südflügel des Schlosses beziehen soll. Auch die Erweiterung der Museumsfläche wäre eine denkbare Lösung für einige der Räume. Denn wie eine Museumsmitarbeiterin mitteilte, lagern noch viele interessante Ausstellungsstücke im Archiv.